Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Feed the Beast Presents Hermit Pack. Mein Name ist Jadjalex, aka Alex, und ich finde es sehr schön, dass ihr wieder den Weg zu mir bzw. zu Minecraft gefunden habt. Wie ihr hier an der Wand sehen könnt, habe ich in der Zwischenzeit mal ein paar Zombie-Köpfe gesammelt. Das Ganze war einfacher, als es sich anhörte, einfach nur mit Tinker's Construct einen Cleaver, also ein Breitschwert müsste das mal nicht sein, basteln und damit dann Zombies klatschen gehen. Ich habe Zombies geklatscht, habe 3 Zombie-Köpfe bekommen, ich habe ein Skelett geklatscht, habe auch noch einen Skelettkopf bekommen, also alles in allem, alles ist sehr gut gelaufen. Und das Ganze sogar einfacher, als wie ich dachte, beziehungsweise als wie ich es ausprobiert habe, mit den explodierenden, geladenen Creepern, die dann irgendwelche Zombies töten müssen, damit die dann Köpfe fallen lassen. Es war viel einfacher als gedacht. Gesagt, getan. Und jetzt haben wir hier 3 wunderschöne Zombie-Köpfe. Und ich würde sagen, wir können dann auch sofort mal starten. Ich nehme die mal eben wieder mit. Ich mache das vielleicht besser mit der Hand, sonst nehme ich gleich die halbe Wand noch wieder mit. So. Die kommen alle wieder mit. Hervorragend. Und jetzt muss ich auch erst einmal at Ender.io Soul bei einer Farming Station. Dafür brauchten wir diesen Z-Logic Controller. Und den machen wir so. Also noch ein bisschen Silikon holen. Und Solarium. Oder Solarium. Je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Solarium haben wir hier. Ein bisschen Redstone haben wir hier. Pulsating Crystal nehmen wir direkt mal mit. Bei Ender.io liegt noch Silikon, nehmen wir uns mal ein Stück von mit. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Vorsichtshalber nachschauen, ich kenne mich doch. Ne, dafür haben wir alles und für die Farming Station an sich brauchen wir noch eine Diamond Hoe, das ist ganz einfach. Electrical Steel, muss ich gucken, ob ich den habe, und Machine Chassis. Okay, Electrical Steel. Aluminium, Nickel, Lead, Silver, Steel, aber nicht das, was ich eigentlich gerne hätte. Nochmal eben hier gucken. Ne, auch nicht. Dann muss ich mal eben gucken, wie man das herstellt. Farming Station, Electrical Steel. Cold Powder, Silikon und Eisen. Also Cold Dust, Cold Sand, Ender.io, nein. Okay, in der Segment kriegt man das auch. Also wir brauchen dafür Crushed Coal, nein. Nein. Na. Cold Dust. Dann brauchen wir wohl einen Crusher. Mit. Ja, okay, dann müssen wir uns wohl erst nochmal eben einen Crusher bauen. Können wir gleich machen, allerdings möchte ich jetzt erst eben das mit dem Slice and Splice fertig machen. Also Silikon. Redstone, einen Zombie-Kopf und 2x Solarium. Okay, das arbeitet jetzt. Oder in der Zeit gucken wir mal eben nach dem Crusher dafür. Crusher, es gibt sogar 2. Wenn es 2 gibt, wäre es vielleicht einfacher, wenn wir den anderen basteln. Also. Okay, Restonia Crystal. Okay, gut, daran wird er schon scheitern. Das ist nicht gut. Aber wir brauchen ja auf jeden Fall diesen Kohlenstaub. Mal eben kurz was ausprobieren. Immersive Engineering.
Da, Immersive Engineering, Engineer's Hammer. Oder so. So geht natürlich auch. Machen wir eben ein bisschen mehr, dann haben wir genug. So. Machine Chassis sind eigentlich relativ einfach. Nehmen wir uns mal eben noch ein bisschen Eisen mit. Okay, dann vielleicht noch ein bisschen mehr hiervon. Copper. Ich hoffe, das ist jetzt alles, was wir brauchen. Redstone, ja, Redstone haben wir ja dabei. Hervorragend. Hervorragend. Diamond Hole können wir gleich auch noch machen. Und dann jetzt Electrical Steel. Crushed Coal. Das ist Tiny Coal, die uns allerdings nichts bringt, da es ja auf die Crushed Coal ankommt. Ach, Kack, gibt es hier viel. Das ist ja nur die Crushed Coal. Coal Powder. Was kann man denn da mit Tiny Coal eigentlich machen? Ach so, das ist nur... Toll, das bringt gar nichts. Okay, die bringt also eigentlich gar nichts. Das heißt, wir müssen wirklich gucken, dass wir Crushed Coal irgendwo herkriegen. Das heißt, wir müssten wirklich diesen Crusher bauen. Allerdings habe ich noch nie auch nur irgendetwas von diesen Redstonia Crystals gesehen bzw. gehört. Und wie ihr seht, haben wir auch keine hier drinnen. Actually Additions ist AE. Supply Logistics. Da ist er. Aber hier haben wir auch keine drinnen. Das erschwert das Ganze natürlich um einiges. Nochmal eben gucken. Eine Farming Station. Electrical Steel. Alloy Smelter. Den Electrical Steel haben wir, soweit ich weiß, noch nicht. Dust Coal. Coal Powder von Ender IO. Gucken wir mal, wie wir da rankommen. Dafür brauchen wir die Sack Mill. Naja. Da hätte man eigentlich auch gleich drauf kommen können. Tun wir mal zwei da rein, das reicht. Slice and Splice ist auch fertig. Okay, jetzt haben wir zweimal Coal Powder bekommen. Und mit eben diesem können wir jetzt auch Electrical Steel herstellen. Dafür meine ich auch nur zwei, wir benötigen vier, also hauen wir nochmal zwei rein. Crushed und Silikon, also. Silikon habe ich jetzt natürlich nicht dabei, ne? Natürlich wieder nicht. Hervorragend. Immer diese hervorragende Vorbereitung. So, dann wieder runter. So. Jetzt müsste ich die eigentlich mal eben vom Netz nehmen. Achso, die hat noch. Achso, ich kann hier auch so ein- und ausschalten. Okay. Coal Powder. Wir machen uns das eben, denke ich, ein bisschen einfacher.
So. Always active. Das heißt, der läuft jetzt durch. Das dauert natürlich ein bisschen. Aber dann sollten wir eigentlich jetzt soweit auch alles dabei haben. Ich würde noch mal eben gerne... Haben wir hier noch? Ja, haben wir noch. Mal eben eine Crafting Station mit hier unten hinbauen. Und dann können wir hier schon einmal alles so platzieren, wie es denn sein soll. So. Das hier läuft auch fröhlich durch. Das heißt, wir haben noch eben Zeit, um die Hacke zu bauen. Falsch, hier. So, hervorragend. Die können wir dann auch schon einmal hier mit hineinlegen. Das heißt, es fehlt nur noch unser Electric Steel. So. Jetzt halt können wir der guten Musik im Hintergrund lauschen. Okay. Da müssen wir uns natürlich auch noch angucken, wie genau das Ding dann überhaupt funktioniert. Okay, also es braucht natürlich dann auch die entsprechenden Werkzeuge. Aber das dürfte ja eigentlich kein Problem sein. So. Und da ist unsere Farming Station auch schon fertig. Die würde ich gerne in eines der Labore hier reinbauen. Vielleicht hier hinten hinein. Ja, No Power ist klar. Okay. Okay, das wird jetzt sehr interessant, wie wir das denn jetzt machen. Das heißt, erst eben hier die ganzen Sachen holen. Gehen wir mal eben nach oben und machen uns die aus Eisen. Was fehlen da denn für Blöcke? Oh, Chiselblöcke sind mal wieder weg. Sehr gut. Also brauchen wir eine Axt, eine Schere und noch eine Hacke. Und dann können wir uns auch mal eben Erde mitnehmen. Erde haben wir dabei. Erde haben wir. Dann können wir uns hier nochmal etwas aussuchen. Machen wir mal Erdbeeren, habe ich jetzt irgendwie Lust drauf. Dann wieder nach unten. Was gut wäre, wenn wir von Ender.io noch die Energy Conduits mitnehmen. Was Sinn machen würde, wären auch Item Conduits. Redstone Item. Dafür brauchen wir Pulsating Iron Nugget, aber das haben wir ja. Pulsating Iron Nugget. Nehmen wir uns einfach mal die hier eben mit. Und noch die Conduit Binders. Machen wir mal eben so. Dann haben wir jetzt auch welche auf Vorrat. So, das geht jetzt natürlich wieder nach unten, wobei ich sagen würde, dass die Energy Conduits nicht ausreichen. Dafür brauchen wir Conductive Iron. Das haben wir hier. Dann nehmen wir noch die Conduit Binder mit, die wir noch hier haben. Okay, das sollte jetzt eigentlich reichen. Weil wir haben noch ein paar. So, das wird jetzt allerdings auf jeden Fall reichen. Dann können wir das wieder zurücklegen und das hier auch schon einmal. Genauso wie das hier. Das. Man muss ja nicht immer so viel Zeug mit sich rumschleppen. Das ist actually a
Additions, das kommt da hinein. Und dann haben wir eigentlich alles. Sticks können wir auch direkt mal hier lassen, genau. Hervorragend. Genauso wie die Iron Bars und die Zombie-Köpfe. Okay, der Rest kommt jetzt mal mit und dann wollen wir mal ausprobieren, ob wir das denn hinkriegen. Verlegen wir das hier mal eben nach unten. Diorit ist immer eine gute Wahl. Okay, und dann können wir hier mit dem Energy Conduit direkt mal den Strom holen. Es würde natürlich Sinn machen, wenn wir den einigermaßen zentriert hier aufbauen. Also so zum Beispiel. No Power hat sich gleich erledigt. Nämlich genau jetzt. Okay, die Tools haben wir drin. Stellt sich natürlich die Frage, wo ist... Wo steht denn da No Seats? Jetzt sind es Seeds. Oder ist das nur für Holz? Wenn es nur für Holz ist, werde ich sauer. Stellt sich jetzt die Frage, wo ist Nordost? Wir gucken jetzt gerade nach, wo steht es denn? Süden, das hier, also das hier ist Nordosten. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal eben den Boden rausruppe und stattdessen Dirt nehme. Ich versuche mal eben was anderes. Ich gebe mir, denke ich mal, eben einen Baum holen. Also einen Setzling dafür. Und dann werden wir es ja gleich wissen. Oak ist immer eine gute Wahl. Okay. Nein. Jetzt vielleicht. Achso, das war falsche Richtung anscheinend. Aber nun gut, dann hätten wir das jetzt geklärt. Dann hebe ich hier mal eben auch den Rest des Raumes aus. Ich hätte mir vielleicht doch besser den Hammer mitnehmen sollen. Dann würde das Ganze ein bisschen schneller gehen. Und da zweimal davon rein. Hervorragend. Okay. Ein bisschen mehr Licht wäre, denke ich, auch ganz gut. Ich gehe mal eben kurz noch Fackeln holen. Fackeln habe ich hier. Nehmen wir direkt mal mit. Und setzen die dann auch hier unten mit rein. So. Legen wir die mal eben auch zu Seeds und packen die mit da rein. Okay, das hat er jetzt auch gemacht. Dann gehe ich noch mal eben was anderes holen. Wir haben ja relativ viel hier oben, was man noch einpflanzen könnte. Kartoffeln zum Beispiel. Wo haben wir denn gute Kartoffeln? Weizen und Kartoffeln. Weizen. Kartoffeln. Keine Süßkartoffeln, sondern richtige, gute, nahrhafte Kartoffeln. Wo seid ihr denn?
Oder habe ich die alle gebraten? Ne, da sind sie. Da sind die Kartoffeln. Hervorragend. Dann einmal wieder nach unten. Theoretisch könnten wir uns damit dann auch unterirdisch riesige Farmen anlegen. Was ich persönlich richtig, richtig cool finde. So, einmal wieder da rein. Dann mal eben. Okay, beides geht nicht zu. Weizenseeds müssten wir eigentlich haben. Okay, da kommen jetzt Kartoffeln rein. Kartoschka. Meine Lieblinge. Weizensamen haben wir euch zufällig auch hier drin. Natürlich nicht. Das heißt, die müssen irgendwo unten liegen. Dekoration, da haben wir noch Samen. Okay, Samen haben wir. Okay, hervorragend. Die werden also hier mit eingepflanzt. Jetzt haben wir ja noch diese guten Item-Conduits. Können wir die? Die würde ich ehrlich gesagt hier so durchleiten lassen, in den zweiten Raum hinein. Und dann einfach hier so eine Kiste drunter. Jetzt muss ich auf jeden Fall eine Kiste holen gehen. Haben wir zufällig noch eine Kiste frei? Ja, da haben wir natürlich eine Oak Chest. Die können wir direkt mal da drunter packen. Samen, Strawberry Seeds, Potatoes. Geht alles mal da rein. Und dann wollen wir mal gucken, ob denn hier auch was passiert. Das hat er soweit alles eingepflanzt. Das muss jetzt nur noch wachsen. Ich kann hier noch mal ein bisschen mehr ausleuchten. Was wir eigentlich machen sollten, wäre folgendes. Die Conduits noch einmal alle abreißen. Noch einmal neu anbringen. Genauso wie die Energy Conduits. Und die dann einfach hier so entlang laufen lassen. So, hervorragend. Das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus, wobei ich jetzt sagen würde, dass ich noch mal eben was anderes holen gehe, also dass wir hier auch noch mehr anpflanzen können. Also wenn man es so sagen will, noch eine Frucht. Nehmen wir mal Bell Peppers mit, also Paprikas. So. Nee, hier hinein. Versuchen wir den mal eben auf 16 klein zu kriegen, den Snack. Wieso hier hinten nicht? Reicht das Gerät nicht so weit? Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt alles, was wir benötigen. Ich würde noch mal eben gerne Clear Glass holen wollen. Welches sich bei Building Materials versteckt hält. Clear Glass, Tinker's Construct.
das verlegen wir nochmal eben, wobei die Oak Saplings darin nicht zu suchen haben. So ist das Ganze schon ein bisschen besser. Okay, nun gut, das können wir jetzt erstmal so lassen. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie lange das denn so zum Wachsen braucht. Aber hier mal wieder zu. Es geht eigentlich auch um einiges schneller, als wie wenn wir das draußen wachsen lassen würden. Ich kann aber mal eben gucken. Ich habe ja jetzt auch ein bisschen Mobs gefarmt. Wo haben wir sie denn? Da, Knochen. Nehmen wir uns direkt mal eben die Knochen mit und hauen die auch mal hier mit hinein. WZW, das Knochenmehl. Okay, da ist jetzt eine Strawberry gewachsen. Wird die denn auch automatisch geerntet? Ja, das wird sie. So, ein Mode Insert. Okay, da ist es jetzt drin. Okay. Oh, das kommt jetzt also alles hier rein. Irgendwie kommt hier nichts an. Item connection to down. Can receive items from. Ja, von der Farming Station. Irgendwie kommt da nichts an. Komisch. Also da kommt irgendwie nichts an. Hier kommt irgendwie. Okay, das werde ich mir dann wohl noch einmal anschauen müssen. Aber wie wir sehen, wir haben jetzt die Farming Station und sie funktioniert auch, denn es wird alles angepflanzt und auch wieder geerntet. Was natürlich auch der Sinn hinter dieser einen Maschine ist. Ich werde jetzt zwischen den Folgen mal versuchen, noch ein paar mehr davon zu bauen und auch ein bisschen größer die Technik noch ein bisschen auszufeilen. Und dann, wenn wir dann in der nächsten Folge sind, werdet ihr dann sehen, wie viel man eigentlich auch wirklich dann damit machen kann und wie groß das Ganze vor allem auch werden kann. Ich wünsche euch alles Gute für die Zeit bis zur nächsten Folge und natürlich auch darüber hinaus. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar oder eine positive Bewertung da lassen würdet. Über ein Abonnement würde ich mich natürlich riesig freuen, denn alles unterstützt mich und natürlich meinen Kanal. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao!